Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir hier aus Valencia. Ich sitze hier auf unserem kleinen Balkon. Nochmal so ein bisschen Schwenk hier. Möchte ich mal gerne hier so ein bisschen teilhaben lassen an der schönen Umgebung mitten in der Altstadt von Valencia. Kann sein, dass es ein bisschen laut hier ist. Es ist zwar noch wenig los hier auf der Straße. Hallo liebe Karin, guten Morgen. Gib mir doch gerne mal ein Herzlein oder einen Daumen hoch, damit ich weiß, dass ich gut zu sehen und zu hören bin. Ja, also sollte es mal ein bisschen laut sein, hier fahren zwar weniger Autos durch, aber wenn, dadurch, dass die wunderschönen Häuser hier in der Altstadt so eng zusammenstehen, halt das einfach so. Ich sitze hier aber schon eine Weile auf unserem Balkon hier, Motorroller. Und ja, wollte ich daran mal so ein bisschen teilhaben lassen. Wir haben hier mitten in der Altstadt eine wunderschöne Wohnung, die geht auf drei Etagen, über drei Etagen. Wenn man unten reinkommt, ist man erstmal in einer wunderschönen, ja, einem wunderschönen Küchenbereich mit einem schönen Esstisch und alles ist so sehr stilvoll mit so. Ja, mit alten Möbeln, aber so restaurierten Möbeln einfach liebevoll eingerichtet. Und dann in der mittleren Etage ist ein Wohnzimmerbereich und in der dritten Etage ist unser Schlafzimmer und der Badezimmerbereich. Genau. Und also zum einen, ich möchte dich einladen zum ganz besonderen Talk jetzt am Sonntag und zum anderen möchte ich einfach auch mal so ein bisschen Klartext mit dir reden und dich da inspirieren, worum es denn wirklich auch geht. Ich meine, du kennst das bestimmt auch von anderen und teilweise auch von mir, dass ich ja auch schon mal so Umsatzzahlen poste, auch im mehrfach fünfstelligen Bereich und sowas, monatlich, was ich mir früher ja nie erträumt hätte. Dass das alles so möglich ist. Aber worum geht es denn wirklich? In erster Linie, und das ist ja auch dein Ansinnen hier, dein Anliegen, hallo lieber Andrea, geht es doch darum, das wieder zu entfalten, warum wir hierher gekommen sind auf diese wunderschöne Welt. Unseren Seelenplan zu entdecken, das, was wir uns vorgenommen haben, so als kleines Kind, als wir 3, 4 waren, sind wir ja morgens voller Freude aus dem Bett gehüpft, konnten es kaum erwarten, den neuen Tag zu begrüßen und zu schauen, was wir da alles entdecken können heute. Und es war alles für uns möglich. Ja? Und das gilt es wieder hervorzuholen. Und das verstehe ich unter wirklichem Leben, unter Lifestyle einfach. Und das ist auch mit der Grund, warum ich es auch liebe, dann, egal wo wir sind, in solchen schicken Wohnungen einfach zu sein, um so mittendrin im Leben von den Menschen zu sein, die da leben. Also ich bin auch gerne schon mal, hallo lieber Adeline, ich bin auch gerne in einem schicken Hotel. Hier gibt es auch ein ganz schickes Hotel, Marina Beach Club Hotel heißt das, glaube ich. Da werden wir auch noch sein. Aber überwiegend mag ich es einfach, so in schicken Wohnungen zu sein und ja, so ein bisschen am Leben auch von den Einheimischen teilhaben zu können. Und liebe Andrea, guten Morgen. Ja. Schau es dir nachher nochmal an, es wird ja als Aufzeichnung hier auch zur Verfügung stehen. Aber schön, dass du kurz dabei bist. Wo war ich stehen geblieben? Das sind alles Dinge, die nicht möglich sind, solange man einfach fremdbestimmt lebt. Was meine ich mit fremdbestimmt lebt? Ich komme ja halt nun mal aus dem öffentlichen Dienst, war 30 Jahre im Büro. Und habt ihr auch noch recht gut verdient. Aber letzten Endes, solange man in der Richtung fremdbestimmt lebt, hat man ja nun mal nur 30 Tage Urlaub im Jahr. So um den Dreh oder 33 Tage oder wie viele Tage? Also 30 Tage, gehen wir mal davon aus.
Und dann kannst du einfach nicht so flexibel sein und dich gerade mal dort aufhalten, wenn es dir gerade gefällt, weil du musst ja Urlaub einreichen und mehr als 30 Tage geht ja nicht. Und ich verstehe einfach unter Lifestyle, unter einem freien, unter einem wirklich holistisch befreiten Leben, so frei zu sein, dass ich mich dort dann aufhalte, wo es mir gerade gefällt. Und hallo lieber Thorsten, guten Morgen. Und wie ist das hier jetzt mit Valencia zum Beispiel entstanden? Ich erzähle dir das jetzt einfach mal so, damit du da so mal so ein bisschen Bild dir selbst machen kannst, wie auch dein Leben ausschauen kann. Und mein Mann hatte eine Reportage gesehen, sonntags morgens mal zufällig, über Feierlichkeiten hier in Valencia, wie die Valencianer den Frühling begrüßen. Mit einem Fest und mit verschiedenen Ritualen. Und das war so einladend, hat das alles ausgeschaut. Und wir lieben zum Beispiel auch Portugal, da sind wir auch sehr gerne. Und das hat uns alles so ein bisschen an Portugal erinnert. Und dann bin ich ganz spontan nachmittags hingegangen, wollte meinen Mann eigentlich überraschen und habe hier Flüge gebucht nach Valencia und ja, dann auch die schicke Airbnb-Wohnung hier dann eben auch ausgesucht. Und so sind wir jetzt hier einfach für ein paar Tage in Valencia. Und wenn wir dann zurückkommen, parallel zu Hause, also ich weiß nicht, also ich fühle mich ja eigentlich auf der Welt inzwischen zu Hause. Wenn ich von zu Hause spreche, dann ist das der Ort oder das Land, wo ich ja auch groß geworden bin, wo auch im Moment noch der Wohnsitz ist. Ich werde meinen Wohnsitz ja nach Zypern noch verlegen. Da sind wir ja auch gerade dabei, das alles zu planen. Parallel zu Hause sind wir auch noch dabei, das Zimmer von unserer Tochter, von meiner Tochter, unserer Tochter zu renovieren. Da haben wir auch noch angefangen. Und während wir jetzt weg sind, wir sind ja jetzt hier alleine, wir sind ja auch oftmals zusammen mit unseren Kindern unterwegs, aber die sind ja auch erwachsen. Unsere Tochter hat inzwischen Schule auch beendet, ist mit Abi fertig und ist jetzt auch dabei, sich ein Online-Business aufzubauen, auch bei mir im Team mitzuarbeiten. Und was sie jetzt zu Hause, was ihr eben Freude macht, ist auch das Zimmer wieder neu einzurichten. Während wir jetzt weg sind, ist sie auch unterwegs und schaut schon mal nach, Tapeten zum Beispiel und schaut auch schon mal, wie das Zimmer neu eingerichtet werden kann, weil so, das Jugendzimmer ist einfach jetzt die Zeit vorbei. Und das sind alles Dinge, die sind ja so nicht zu realisieren, solange du fremdbestimmt lebst. Also für andere arbeitest, wo du einfach nur jedes Jahr gewisse Tage an Urlaub nehmen kannst und vor allem, wo deine Verdienstregion einfach begrenzt ist, weil selbst wenn du recht gut verdienst, 4.000 Euro, sagen wir mal jetzt einfach mal 4.000, 5.000 Euro, dann ist ein so absoluter freier Lebensstil, so ein freier Lifestyle auch nicht möglich. Dann darfst du einfach schauen. Das ist einfach ganz easy. Man muss nur wissen, wie, nämlich in erster Linie seinen Seelenplan zu leben und das seinen Seelenberuf zu kreieren und das zu machen, was einem wirklich am Herzen liegt. Geld folgt immer der Freude und dann kannst du es dir auch erlauben, mehr Geld in dein Leben fließen zu lassen, nämlich die Geldenergie, die dazu nun mal notwendig ist, um so ein freies Leben einfach zu führen. Und ja, dich dort einfach aufzuhalten, wo es dir gerade gefällt. Mal noch ein weiteres Beispiel, wenn wir jetzt aus Valencia zurückkommen. Im September sind wir einfach auch mal noch dann viel auf Fortbildung unterwegs, nehmen an Seminaren teil. Und letzte Woche habe ich ganz spontan von einem Seminar, wo ich mit meinem Mann zusammen bin, noch ein Angebot bekommen, dass wir noch eine dritte Person mitbringen können oder eigentlich mehr Personen noch, aber zum halben Preis. Da habe ich mal ganz spontan die Kinder gefragt, weil die ja beide auch sich dabei sind, Online-Business aufzubauen und sich jetzt auch verstärkt hier bei mir im Team arbeiten.
wollte da mit. Bei meinem Sohn hat es zeitlich nicht gepasst, aber unsere Tochter hat gleich gesagt, ja, komme ich mit. Das heißt, dann habe ich die auch einfach mal gerade so angemeldet. Die fährt mit uns zu diesem Seminar. Und wenn du dir um solche Dinge einfach keine Gedanken machen musst, ist jetzt Geld dafür da, sondern du siehst irgendwo etwas, eine Inspiration jetzt hier wie Valencia oder wie ich letzte Woche dann gesehen habe, dass wir da noch Platz bei diesem Seminar sind und angemeldete Teilnehmer auch noch welche mitbringen können zum halben Preis, dass man dann halt einfach bucht, ohne zu überlegen, ist jetzt das Geld dafür da oder nicht, sondern das Geld einfach da ist. Das sind solche Annehmlichkeiten einfach. Und das ist für jeden möglich, sich sowas zu kreieren, zu erschaffen. Wenn das für mich möglich war, für viele andere, dann ist das auch für dich möglich. Du musst nur wissen, wie. Und das ist einfach das, was ich so unter Lifestyle, unter einem freien Leben verstehe. Wirklich mich mit meiner Familie, mit meinem Mann. Und wenn die Kinder dabei sein wollen, einfach dort aufzuhalten, wo es uns gerade gefällt. Und auch tagsüber das zu machen, was wir einfach machen wollen. Ich werde jetzt gleich auch hier noch einen Computer, Laptop auspacken, werde noch ein bisschen arbeiten. Da gibt es natürlich ja immer mal noch so ein paar Dinge einfach zu machen, weil ich das jetzt nicht als Arbeit empfinde, sondern das sind ja Dinge, die mir Freude machen. Und die ich freiwillig dann mache, wenn es mir einfach passt. Wenn es nachts um 12 ist, ich bin ja auch manchmal so eine Nachteule, dann wird das halt nachts um 12 gemacht und wenn es morgens um die Uhrzeit ist oder noch früher oder tagsüber irgendwann, dann wird es halt dann gemacht. Natürlich gibt es Dinge, die einfach gemacht werden dürfen, das ist klar, aber du empfindest das dann eben nicht als Arbeit, sondern es ist ja dein Ding, dein Seelenplan, es entspricht deinem Seelenberuf. Und um das zu realisieren, dürfen wir uns auch einfach mal so von der üblichen Vorstellung verabschieden. Und du jetzt denkst, hä, was redet die da? Vielleicht bist du auch neu hier in der Gruppe. Wie soll denn das funktionieren? Das ist doch normal, dass man da so morgens irgendwann zur Arbeit geht, nachmittags heimkommt, die Arbeit einem mehr oder weniger vielleicht auch noch Freude macht und ich nette Kollegen habe. Aber es ist normal, dass man auch abends dann irgendwann geschafft ist, ein bisschen Freizeit hat und von Montag bis Freitag so lebt. Wochenende hat und dann ja, sich auf 30 Tage Urlaub im Jahr freut. Das sind alles so Dinge, die wir gelernt haben, dass die normal sind. Und jetzt stell dir mal vor, hallo liebe Karin, guten Morgen. Und so machen das ja auch bislang noch 95% der Menschen. Aber ich glaube, dass die ganze Berufs- und Arbeitswelt, ich weiß nicht, ob unsere, also meine Generation das jetzt noch erlebt, aber zumindest die nachfolgenden Generationen, die werden eine solche Arbeitswelt, wie es jetzt ist, wohl künftig nimmer vorfinden. Ich glaube, und das ist das jetzige Zeitalter, wo die Zeit absolut reif ist, dass die Menschen freier leben wollen und sich nicht mehr in ein System reinpressen lassen wollen, ja, sich so den Tag vorschreiben zu lassen, was sie wann zu tun haben. Ich glaube, da geht so die Tendenz hin, weil so zu meiner Zeit, als ich vor 30 Jahren diese Stelle damals bekommen hatte im öffentlichen Dienst, die war damals auch sehr gefragt. Das war eine Stelle im Vorstandssekretariat. Ich weiß nicht, einige hundert Bewerbungen gab es damals. Und ich kannte auch viele Mitbewerberinnen für diese Stelle, die ja, mich damals auch beneidet hatten, dass ich diese Stelle bekommen habe. Und da war es auch normal, dass man gleich einen festen Arbeitsvertrag bekommt. Und das ist heute ja alles nicht mehr. Wie viele Zeitverträge gibt es denn heute schon? In unterschiedlichsten Firmen, wo es einfach nicht mehr normal ist, dass du anfängst und bekommst gleich einen festen Vertrag,
erst vielleicht noch Probezeit, aber danach erst einen festen Vertrag. Das sind so die ersten Tendenzen, wo es einfach hingeht, freier zu arbeiten, sich seine Arbeitszeit frei einzuteilen. Es gibt ja auch schon so viele Homeoffice-Varianten. Ich denke, das ist alles so die Zukunft. Und ich denke, dass es letzten Endes auch ganz in die Richtung geht, dass jeder wirklich holistisch und befreit lebt, dass das so die Zeit des Erwachens jetzt auch ist. Ob unsere Generation das noch in dem Stil erlebt, dass 95% das machen und nur 5%, so wie jetzt, einem Job nachgehen, wo sie sich von einem, ich nenne es jetzt mal Arbeitgeber, vorschreiben lassen, wann sie was zu machen haben und am Monatsende Summe X auf dem Konto erscheinen, sondern dass es irgendwann normal sein wird, dass 95% der Bevölkerung ganz frei leben, das machen, was wirklich ihrem Herzen, ihrem Seelenplan entspricht, damit ihr Geld verdienen. Solange wir nun mal in einer materialistischen Welt leben, braucht es dazu Geld. Und das dürfen wir auch schätzen, denn das ist ja auch schön, dass wir Geld als Tauschmittel haben, weil wir uns dann einfach das kaufen können, wann wir es brauchen. Also als ich die Flüge hier gebucht hatte, da war ich froh, dass ich mit der Fluggesellschaft nicht drüber sprechen muss, ob die jetzt ein Mentaltraining oder ein Coaching von mir in Anspruch nehmen als Gegenwert. Weißt du, was ich meine? Oder wenn ich nachher hier irgendwo im Restaurant sitze, dass ich einfach das mir bestellen kann, was ich möchte und anschließend bezahle und mit in Verhandlungen treten muss. Unter den Aspekten ist es ja schön, dass wir Geld als Tauschmittel zur Verfügung haben. Aber das Geld will auch frei fließen und Geld folgt der Freude. Hallo lieber Günther, guten Morgen. Schön, dich auch mal wieder zu sehen. Und das sind alles Dinge, darunter verstehe ich ein holistisch befreites Leben, ein freies Leben zu führen. Das funktioniert einfach nur, indem du wirklich das machst, was deinem Seelenplan entspricht und du dir daraus deinen Seelenberuf kreierst. Und das geht. Und damit du jetzt einfach mal nicht immer nur so meine Version hier vor der Kamera hörst, eine meiner Akademikerinnen, das sind die wunderbaren Frauen und ein Mann ist ja auch inzwischen dabei, denen ich zeige, wie das alles funktioniert. Also im ersten Schritt den Seelenplan zu entdecken, im zweiten Schritt den Seelenberuf zu kreieren. Und dann kommen ja erst die weiteren Schritte on top obendrauf. Da werde ich am Sonntagabend hier in der Gruppe um 20 Uhr ein Live-Interview führen. Dazu habe ich Hilke eingeladen, denn sie ist jetzt seit einer kurzen Weile bei mir in der Akademie, hat ihren Seelenplan entdeckt, hat ihren Seelenberuf schon kreiert. Und von ihr werden wir in der Zukunft noch ganz, ganz viel hier sehen und hören. Aber am Sonntag starten wir jetzt erstmal mit einem Live-Interview. Und da wirst du einfach mal erfahren, wie Hilke das gemacht hat mit meiner Unterstützung. Und ja, wirst einfach auch mal erfahren, wie es ihr jetzt geht, was für ein großartiges Leben sie jetzt schon führt im Vergleich zu noch vor ein paar Wochen. Und das ist alles immer erst so der Anfang. Also es gibt da viele Möglichkeiten, sich wirklich sein Leben holistisch und befreit zu gestalten. Und deshalb komm am Sonntag unbedingt um 20 Uhr hier in die Gruppe, damit du das Interview nicht verpasst, wenn ich da mit Silke drüber spreche, wie sie das gemacht hat mit der Unterstützung in der Akademie und wo sie heute steht, dass du da noch mehr wertvolle Inspirationen und Anleitungen für dich einfach gewinnst hier in der Gruppe. Okay, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag, ganz liebe Grüße hier aus Valencia. Bis ganz bald. Ciao.